Es kommt drauf an, wer das Video sieht. Jetzt sehe ich das, ja. Displaybar aus. Und wenn Sie ihn buchen, Harold H. aus Kolumbien, derzeit im Norden von Deutschland unterwegs, weil er da zu Hause ist, kann aber egal wohin kommen und managt unter anderem auch die Fußballjugend integrativ, dass sie eine Chance haben, wenn sie zu Ronaldo wollen oder zu Messi wollen oder zur Bundesliga wollen, dann Harold H. Und er ist sehr innovativ und er schaut auch, dass sie sehr gesund bleiben, weil er ist nämlich Chiropraktiker und Masseur in allem. Oder in einem? Er kann es alles. Und er sagt auch noch, wie man integrativ ein Land nach vorne bringt, also Kolumbien, aber das, was man in Kolumbien macht, das kann man in Madrid machen, das kann man in Hongkong oder in Grönland mit den Pinguins machen, weil er ortsunabhängig denkt und ohne Grenzen denkt. Und nur weil er ein paar deutsche Worte nicht richtig aussprechen kann, aber so aussprechen kann, dass man sie versteht, sollte man ihn nicht in eine Halle stellen oder auf ein Abstellgleis, sondern nutzen. Denn wenn die Sprache ein Hindernis ist, ist noch lange nicht eine gute Tat verboten. Also ich meine, zu retten. Guten Tag.